Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge der PES-Verteidiger-Karriere. Wir haben jetzt auf heutigen Folge das Spiel zuerst gegen Gladbach und dann vielleicht, wenn wir spielen dürfen, auch gegen Leipzig. Wer die letzte Folge noch nicht gesehen hat, rechts oben beim i verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr auch die Folge mal anguckt, aber dann auch wieder hierhin zurückkommt, denn diese heutige Folge dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Wir starten direkt rein. Let's go. Einen Sieg gegen Gladbach rauszuholen ist nicht einfach. Das wird ein schweres Spiel, sehr schweres Spiel. Allerdings spielen wir daheim und daheim spielen wir echt nicht übel. Wir haben wir nicht daheim gegen Dortmund gewonnen? Letzte Folge gegen Leverkusen. Ne, gegen Leverkusen war auswärts. Ja, jedenfalls können wir auch Mannschaften wie Leverkusen und Dortmund besiegen. Das kann man damit auf jeden Fall sagen. Und hoffentlich jetzt auch Gladbach. Let's go. Und zack. Den haben wir, sehr schön. Jetzt ein bisschen aufpassen, aber hat geklappt. Ja, den haben wir. Zack. Ja, doch, er kommt an. Perfekt. Ja, doch. Nicht schlecht gemacht. Ja, den haben wir. Schön. Wichtig. Keine schlechte Chance hier von Raphael. Habe ich einen Schritt in die andere Richtung gemacht gehabt. Hier jetzt in dem Fall. Und dann kam ich nicht mehr rechtzeitig hinterher. Es hat nicht viel gefehlt. Jawohl. Ja, den haben wir. Perfekt. Schön gelöst. Ja, jetzt vielleicht Pfosten, Jonatas. Das müsste jetzt eigentlich das 1-0 sein. Das wäre verdient gewesen. Schade, echt schade. Jetzt aber, nee, Jan Sommer hält. Auch das nicht schlecht. Ja, den haben wir, aber ich war ein bisschen weit vorne. Den nicht mehr schön kontrollieren können. Auch die Chance war jetzt eben nicht schlecht, aber irgendwie fehlt irgendwie noch irgendwas. Vom Tor fehlt so richtig der Zug. Ich finde, wir waren besser. Wir waren die bessere Mannschaft, hatten jetzt nicht unbedingt gefährlichere Chancen, weil es allgemein wenig Chancen gab. Die eine Chance, die war gefährlicher, der Pfostenschuss gerade eben von Jonatas. Und aus dieser Chance gerade eben hier von wem auch immer, den Kopfball, den hätte man auch wuchtiger machen können, beziehungsweise den Ball annehmen können. Dann wäre es noch besser gewesen. Aber vom Ding her sind wir die bessere Mannschaft. Und deswegen wäre es schade, wenn wir das Spiel hier aus der Hand geben. Und nicht den Führungstreffer machen, sondern in Rückstand gehen. Ah, jawohl, da standen wir direkt richtig. Schön. Jetzt ein bisschen aufpassen, das war gefährlich. Aber es ging nochmal gut. Jetzt geht's aber in die andere Richtung wieder. Unser Kollege Sané, tatsächlich, ich weiß jetzt, wie er heißt, kann den Ball abfangen. Eins zu 0, Gladbach. 64. Minute, Raphael, wie ich es schon ahnte. Obwohl wir besser sind, wenn wir den Führungstreffer nicht machen, geraten wir in Rückstand. Und das ist scheiße. Weil, wie gesagt, wir sind eigentlich besser. Ich bin ein bisschen davon ausgegangen, dass es abseits ist. War es anscheinend nicht. Ja. Eigentlich war ich für Raphael verantwortlich. Hätte ihn da besser decken müssen. Wie gesagt, eigentlich habe ich auch so ein bisschen gedacht, dass es abseits ist. Aber naja. Komm! Nein! Wir sind mit vorne und dann kriegen wir den Kopfball und der Torwart hält. Komm, jetzt vielleicht nochmal. Vielleicht kriegen wir noch eine Chance. Irgendwer muss doch den Ball irgendwie in die Mitte bringen. Wir müssen es jetzt sowieso riskieren, ob wir jetzt ein Gegentor mehr kassieren oder nicht. Ich will eher noch das Unentschieden. Aber es sei uns irgendwie nicht gegönnt. Das war's von dem Spiel. Es gibt jetzt nochmal hier Ecke für Gladbach. Auch das wurde jetzt nochmal relativ gefährlich. Chance ist noch nicht vorbei. Es geht immer noch weiter. Gladbach immer noch vorne. Offensivfoul, sagt der Schiedsrichter. Ne, abseits. Abseits, okay, ja. Ja, Wechsel jetzt nochmal, es bringt sowieso nichts. Die
Nachspielzeit ist schon rum, alles ist schon rum. Fitness habe ich keine mehr, beziehungsweise Ausdauer. Eine Chance habe ich vorhin vorne bekommen. Ja, die eine Chance, die ich vorne bekommen habe, konnte ich allerdings auch nicht perfekt nutzen. Gut, ich habe halt geköpft. Ich bin tatsächlich zum Kopfball gekommen. Ich habe alles riskiert in dem Moment. Und naja, gut. Es ist halt dann so. Pech gehabt, dass der Torwart ihn hält. Vorhin Pech gehabt, dass er in den Pfosten geht. Bla bla bla. Schade. Schade, schade, schade. Echt schade. Wir verlieren. Und rutschen auf Platz 10. Das ist auf jeden Fall noch okay. Kann man nicht meckern. Nächstes Spiel haben wir allerdings gegen Leipzig und Leipzig ist Platz 1 in der Bundesliga-Tabelle. Das heißt, wir werden wahrscheinlich da auch ein sehr, 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 sehr schweres Spiel haben. Und da bis auf Platz 14 runter alle 16 Punkte haben, kann es echt sein, dass wir leider Gottes irgendwie auf Platz 14 oder 15 tatsächlich rutschen, wenn wir jetzt nicht unentschieden spielen oder gewinnen. Und ich meine, gegen Leipzig jetzt gegen Platz 1 ein Unentschieden zu spielen oder zu gewinnen, das ist verdammt schwer. Nichtsdestotrotz stehen wir in der Startaufstellung und ja, wir probieren unser Bestes in dem Auswärtsspiel gegen Platz 1, gegen RB Leipzig. Ich meine auch, wir haben jetzt gegen Gladbach auch nur an 1:0 verloren. Ja, keine Ahnung, vielleicht ein Unentschieden, das wäre so geil, wenn wir gegen Platz 1 das Unentschieden hier machen. Ja, mal gucken. Leipzig gegen Hannover. Niederlage wäre echt, echt, echt scheiße. Aber wie gesagt, ich weiß, dass es verdammt schwer wird. Drückt uns die Daumen, wünscht uns Glück, dass wir es irgendwie schaffen, vielleicht einen Unentschieden rauszuholen. Let's go. Ja, den haben wir da schön gesandwiched. Und uns den Ball geholt. Jawohl! 0:1 Hanik in der 19. Spielminute. Hannover 96 führt. Oh, ein bisschen Erleichterung ist da. Ist auf jeden Fall zu spüren. Allerdings, ja, heißt das noch nix. 1:0 in der 19. Minute ist zwar ganz cool. Und es freut mich, dass sie das Tor treffen. Irgendwie war das gerade in dem Heimspiel nicht so. Ja, wie gesagt, es ist halt noch lang zu spielen. Das ist so das Problem, was ich jetzt habe. Von mir aus könnte es jetzt direkt zu Ende sein. Das wäre auch nicht schlecht. Aber gut gemacht, gut herausgespielt. Flanke war gut und ja, der Torwart stand in der falschen Ecke. 1:0 für uns. Ja, den haben wir super, super gut geholt. Oh, ganz stark vom Torwart. Timo Werner ist mir da entwischt, beziehungsweise ist uns allen entwischt. Ich habe zwar gesehen, dass er jetzt losläuft und bin auch gelaufen, aber der Pass kam super, so dass ich gerade nicht hingekommen bin, aber Werner eben schon. Und ja, dann ist er ja auch noch schnell. Und der Torwart ganz, ganz stark gehalten. Und auch ganz, ganz wichtig. Und den haben wir auch halbwegs geklärt. Wenn er ihn jetzt kriegt, ja, schön, passt. Und vielleicht! Ha! Der Pass hier nach oben war schön, weil er flach war. Das hat mir ganz gut gefallen dieses Mal. Dann stoppen die den Ball immer so schön, dass er hier nicht selbst köpft, hat mich gewundert. Aber es war auch so, nicht übel. Und jetzt gibt es eine Ecke. Ich sehe mich leider nicht selber. Aber dann müssen wir es halt mit Hilfe der Karte machen. Beziehungsweise kommt die Ecke eh viel zu nahe ans Tor und der Torwart kann ihn halten. Oh, da waren wir gut zur Stelle. Ich weiß nicht, ob der drin wäre. Wahrscheinlich hätte der Torwart ihn gehalten. Aber wir waren auf jeden Fall da. Halbzeit 0:1. Boah, Leipzig drückt und drückt und drückt. Der Schiri hat vorhin auch einen Scheiß zusammengepfiffen. Da war überhaupt nichts und dann gibt es irgendwie Freistoß für Leipzig, wo es ja schon relativ gefährlich immer wird.
bei jeder Aktion, die Leipzig da ja Richtung unser Tor probiert, sind auch eigentlich besser, wie wir gerade gegen Gladbach. Trotzdem führt die andere Mannschaft, also in dem Fall dann eben wir. Mich würde es freuen, wenn wir noch ein Tor machen und das Ding hier wirklich schaukeln. Oh! Kein schlechter Schuss. Torwart hat gut pariert. Hier ein bisschen den Ball verdaddelt, dann direkt wieder geholt. Und er zieht einfach mal ab. Nicht übel gemacht. Ecke wieder. Ich glaube, jetzt sehe ich mich. Jo, jetzt sehe ich mich. Wenn die Ecke jetzt gut kommen würde, ne? Wenn die Ecke jetzt gut kommen würde. Wenn die Ecke gut kommen würde und sie kommt gut. 2-0. 2-0. In der 53. Spielminute für Hannover 96. Durch die Nummer 2. Durch uns. Mike. Jetzt, Leute. Das freut mich. Die Ecke kam gut. Bisschen nah trotzdem ans Tor, aber ja, diesmal stand ich schon näher. Hat alles super funktioniert. Unser drittes Saisontor jetzt bei Hannover als Verteidiger. In 9 Spielen 3 Tore als Verteidiger, ist das eine ganz, ganz gute Leistung, würde ich mal sagen. Jetzt das Ding hinten noch sauber halten. Und 3 Punkte gegen Platz 1 nach Hause fahren. Das wäre geil. Jawohl, gut gemacht. Jetzt nach oben den Ball bringen, perfekt. Schön, gut gemacht. Also ich kann mir das nur so erklären. Wir treffen daheim das Tor nicht und sind halt einfach auswärts stark. Das ist so die einzigste Erklärung dafür, dass wir gegen Gladbach jetzt und auch gegen andere Mannschaften, ist jetzt nicht nur Gladbach, daheim verlieren. Das, glaube ich, war auch gegen HSV der Fall. Da habe ich zwar nicht gespielt, aber ne. Und auswärts, ja, gewinnen wir halt auch gegen Leverkusen und auch gegen Leipzig jetzt. Mega fett geil. Selbst ich habe ein Tor gemacht. Ich habe ja gesagt, ein 2-0, das würde ich mir wünschen. Und dann, dass wir so über Runden schaukeln. Und das freut mich natürlich, dass ich selber das 2-0 machen durfte. Und dass wir es tatsächlich über die Runden geschaukelt haben. Und ich bin Man of the Match. Hab hier so ein wunderbares Sternchen mit einer 7,0er Bewertung. Als Verteidiger ist das schon echt geil. Ja, ich hoffe, das tut in der Tabelle auch ziemlich gut. Wir sind jetzt auf Platz 7, durch die Tordifferenz eben auf Platz 7, denn, lass mich gucken, sogar Platz 12 hat auch ebenfalls wie wir 19 Punkte. Also hätten wir jetzt immer noch 16, dann wären wir jetzt auf Platz 14. So, sind wir jetzt auf Platz 7 und haben Leipzig so ein bisschen, ja, abgebremst, sage ich mal, denn die haben jetzt natürlich keine 3 Punkte bekommen und Hoffenheim hat, glaube ich, gewonnen. Ich habe jetzt gar nicht hingeguckt. Aber läuft auf jeden Fall nicht schlecht und dadurch ist jetzt auch das Trainervertrauensniveau um 3% wieder gestiegen und wir haben ein Tor mehr, 9 Spiele, 3 Tore, Durchschnittswertung von 6,3. Mega, mega geil. Ich würde sagen, wenn euch der Pack gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall mal eine Bewertung da, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.